Es ist auch ein männliches Machtgefühl. Ich habe das Geld, ich bezahle, ich bestimme. Es gibt Männer, die brauchen einfach eine gewisse Abwechslung. Ja. Und dann hat sich jemand dann gefragt, ob man kommt mit nur gebrochener Hand nach Hause oder lebendig oder auch schon tot. Wollt ihr dann vergewaltigt werden? Wir machen ihre Sand. Weißt du, gescheiter, er geht zu einer Gewerblichen. Für mich interessiert nicht, was denken andere Leute. Auch ist so wie eine Arbeit. Jeder dritte Mann in Österreich, so wird geschätzt, hat zumindest gelegentlich, wenn nicht sogar regelmäßig Sex mit Prostituierten. Und doch gilt das Thema immer noch als großes Tabu. Unsere Gesetze sind so verwaschen, dass alles verboten und alles erlaubt ist. Die Leidtragenden sind dabei die Frauen. Türkische Leute, Jugo, albanische, österreichische, verschiedene, junge ab 19 bis 60. Das ist Kontrafan, ja. Christine Grabner, Julia Kovarik und Beate Haselmeier zeigen, wie es hinter dem schönen Wort Rotlichtmilieu wirklich zugeht. Nicht viele Männer wären wohl bereit, uns zu solch einer Ausfahrt mitzunehmen. Aber Werner ist es ein echtes Anliegen, sich für die Belange von Freiern einzusetzen. Er möchte dabei anonym bleiben. Es geht um meine Familie, es geht um meinen Beruf. Ich habe viele Kunden, hunderte Kunden kennen mich. Und es wäre nicht gut, wenn in so einem Zusammenhang ich da erkannt werden würde. Ich führe eigentlich eine Art Doppelleben. Er erklärt uns, was ihn und andere an der käuflichen Liebe reizt. Weil sie vielleicht sexuelle Praktiken, gewisse Sachen sich wünschen und das zu Hause in der Beziehung nicht so bekommen oder es auch nicht wagen, es so anzusprechen. Und natürlich, wenn man so sagt, der männliche Jagdtrieb vielleicht, etwas Neues versuchen, ohne dass man jetzt die Beziehung aufs Spiel setzt. Bei Sexarbeit, wenn man in Anspruch nimmt, den Service einer Sexarbeiterin, trifft man sich mit derjenigen für einen Abend und man weiß, das ist ein Geschäft, Illusion gegen Cash. Heute gönnt sich der 40-Jährige eine erotische Massage. In vielen Studios würde durchaus mehr geboten. Er ist ein echter Insider und seit 15 Jahren auf Freiersfüßen unterwegs. Nicht ohne Grund, zumeist tagsüber. Ich bin verheiratet und habe meine Frau sehr lieb und möchte das. Das hat also für mich nichts unmittelbar damit zu tun. Es ist hier ein Wohlfühlen. So wie andere vielleicht zum Friseur gehen oder in die Sauna, zum Wellness, gehe ich hierher. Das ist einfach angenehm, dass ich mir zwischendurch als Belohnung vielleicht gönne. Tina nennt ihre Dienste Tantra-Massage mit Handabschluss. Im Prinzip ist es eine Entspannungsmassage, es ist eine Form der Energiemassage. Es findet ein sprachloses Gespräch statt. Das heißt, der Kunde, wenn er da ist, zeigt mir sehr genau, was gefällt ihm nicht. Dort berühre ich ihn nicht. An und für sich kann auch ein Teil der Massage bei den Männern die Linga-Massage sein. Das heißt, das ist bei uns einfach der Penis. Sie hätte sich bewusst für diesen Beruf entschieden, sagt Tina. Hier ist ja wenigstens klar, dass der Kunde für Körperkontakt auch angemessen zahlen müsse. Ich habe also viele Jahre als Kellnerin gearbeitet, in einem sehr netten kleinen Kaffeehaus. Und also das ist in meinen Augen wirklich erniedrigend, diskriminierend und teilweise Prostitution, was eine Kellnerin sich bieten lassen muss. Ja. Und irgendwann kam für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, für 30 Cent Trinkgeld lasse ich mir nicht mehr am Hintern greifen. Ja. Wenn man schon länger das jetzt hat, diese Services in Anspruch nimmt, so wie ich, dann suche ich mir schon solche Frauen, Dienstleisterinnen in diesem Bereich aus, die das von sich aus machen, von denen ich weiß, dass sie es freiwillig machen, nämlich freiwillig in dem Sinn, dass sie sich bewusst dafür entscheiden und nicht aus einer finanziellen Notlage das versuchen zu machen. Es ist einfach schöner, das Erlebnis ist besser. Werner gibt allerdings zu, dass man das nicht immer wissen könne. Auf dem Straßenstrich arbeiten die meisten schwarz.
Nach groben Schätzungen gibt es in Wien bis zu 7000 Prostituierte, die nirgendwo registriert sind. Herr Luhan kämpft seit Jahren gegen das illegale Sexgeschäft. In seinem Grätzl, dem Wiener Stuwa-Viertel, ist die Prostitution nach dem Landesgesetz eigentlich verboten, weil es um Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten Schutzzonen geben muss. Wenn meine Frau rausgeht und jeder Mann glaubt, dass er eine Nutte ist, ne? Die Bremsen hupen bei mehreren Frauen. Schon zur Mittagszeit herrscht Hochbetrieb. Die Polizei kontrolliert massiv und spricht Verwaltungsstrafen auch gegen Freier aus. Am Verhalten der Männer ändert das wenig. Gegen den aufdringlichen Freierverkehr haben Anrainer Blockaden errichtet. Herr Luhan erzählt uns, dass aber auch das nicht wirklich helfe. Deswegen hat er begonnen, eindeutige Szenen zu filmen und der Polizei als Beweis vorzulegen. Die meisten Frauen hier kommen aus Osteuropa. Viel Sex zum besonders günstigen Preis, heißt das für die Kunden. Wir sind sehr erstaunt, was hier trotz gesetzlichem Prostitutionsverbot so alles möglich ist. Da ist eine alte Walze. Da spielen die Kinder am Tag und in der Nacht benutzen die Prostituierten mit Freier. Habe ich da schon viel gesehen, ja. Und da ist ein Holzlabyrinth. Da habe ich schon auch Geschlechtsverkehr gesehen in der Mitte. Ja. Was regt Sie jetzt da so auf dran? Naja, wenn die Kinder da spielen, da liegen auch Spritzen, das habe ich hier auch in dem Foto, das ist vom Park. Da sind die Kondome, überall, ja. Der moderne Freier informiert sich vor dem Buff-Besuch im Internet. Werner schaut sich genau an, wie andere Männer die Frauen beurteilen. Ohne Schamgrenze fachsimpeln die anonymen Männer über deren Intimrasur oder Körpergeruch. Die Sophia und gesagt, verfahren. Und wenn ich da jetzt lese, insgesamt, dass der Kollege recht zufrieden war, denke ich mal. Das Mädchen gefällt mir auch und ich werde dann mal schauen, ob die heute da ist. Wenn ich jetzt die anklicke, sehe ich da ein Foto. Ein Slogan des Betreibers, was ich gelesen habe, ist Come, Fuck and Go. Das heißt, es ist wirklich hingehen, Sex. Für die Zeit, die man sich aussucht, zwischen 15 Minuten und einer Stunde mehr buchen dort. Es wird dort kaum gebucht und man ist wieder dahin. Auf solche eiligen Kunden warten Sophia und Kolleginnen im Club for Fun. Der hat 24 Stunden offen. Hier mehr Job in der Nacht geht, nicht am Tag. Und am Tag nur so sitzen, reden, Internet, TV-Showen und in der Nacht so. Na, duschen, schminken, Kleidung und warten. Klienten. Ja. Die drei sind sich einig, dass es den typischen Kunden eigentlich nicht gibt. Türkische Leute, Jugo, albanische, österreichische, verschiedene. Junge ab 19 bis 60. Das ist Kontrafan, ja. Alte, junge, heiraten oder Scheiden machen, Scheidung. Ja. Für mich interessiert nicht, was denken andere Leute. Auch ist so wie eine Arbeit. Werner liebt es diskret. Weil er schon übers Internet gebucht hat, erspart er sich den Aufenthalt an einer Bordellbar. Eine Stunde ist 100 Euro. Das ist naturfranzösisch, Verkehr nur mit Schutz, Küssen, zu den Küssen, Lecken, Spielen, erotisch Massage, Analmassage, ja. Papa Lecken, Lecken. Ja, lass ich mir eine Stunde verwenden. Super. Okay. Diese Arbeit schon 15 Jahre, aber im Club for Fun 5. Wie viele Kunden haben Sie da so am Tag? Kontrafande. Einmal ist guter Tag, einmal schlechter Tag, aber normalerweise 4, 5. Ja. Na,
Vicky und Ramona stammen wie die meisten ihrer Kolleginnen aus Osteuropa. Dort in Rumänien nicht so gut verdienen kann, Leute. Normale, du weißt, 12 Stunden mit 12 Stunden arbeiten und für 300 Euro maximal. Einen Monat. Und hier in... Na, hier kann ich verdienen. Mehr wenig Zeit. Beide arbeiten legal und haben deshalb die sogenannte grüne Karte. Okay, gut, hier arbeiten die Mädchen mit grüner Karte. Andere in Straße arbeiten auch mit grüner Karte, nur mit 20, 30 Euro machen alles mit. Was will die Kunde? Sehr viele Mädchen machen ohne Kunde und so weiter. Weitaus mehr Frauen würden sich auch offiziell als Prostituierte anmelden, wenn damit auch Rechte verbunden wären. Solche Rechte fordern Frau Jasmin und der ehemalige Freier Herr Knappig. In Österreich ist Sexarbeit geduldet, aber sittenwidrig. Dadurch, sagt Jasmin, würden die Frauen kriminalisiert. Außerdem helfen sie gegenüber Freiern. Mit dem Herrn. Also. Ja, er hat ja schon wieder eine Dame geschädigt und ganze 2 Stunden in Anspruch genommen und ist dann nachher wieder gefahren, ohne zu bezahlen. Das wäre jetzt in unserem Team die 2. Geschädigte und dann insgesamt sind es zwischen 10 und 15 Fake-Buchungen mittlerweile. Man hat einfach als Sexarbeiterin keine Möglichkeit, seine Verdienste einzuklagen oder einfach seine Späße in Rechnung zu stellen, wenn irgendjemand bucht bzw. die Tür nicht aufmacht oder wie in dem Fall halt die Leistung beansprucht und dann halt irgendwie abhaut. Da, man hat wenig Chancen. Man kann die Prostitution legal ausüben, aber man hat eigentlich nur Pflichten und keine Rechte. Das ist der Fakt der Sittenwidrigkeit. Was sind die Pflichten, die man hat und die Rechte, die man gerne hätte? Die Pflichten, die man hat, sind Steuern zu bezahlen, Sozialversicherung zu bezahlen, aber man kann seinen Lohn nicht einklagen und man kann keine rechtsgültigen Verträge eingehen. Man kann sich auch nicht anstellen lassen, man kann nur als Selbstständige arbeiten. Jasmin hat früher als sogenannte Begleitdame gearbeitet, sexuelle Dienstleistungen inklusive. Damit war sie in einem eher hochpreisigen Bereich tätig. Für sie ist Sexarbeit ein ganz normaler Job. Gelitten habe sie nur darunter, wie die Gesellschaft mit ihrem Berufsstand umgeht und unter den gesetzlichen Auflagen. Jasmin, früher sind Sie da öfter hergekommen? Ja, einmal in der Woche. Was ist das da genau? Ja, das ist praktisch die, oh, da stehen Sie schon, die Untersuchungsstelle, wo die Sexarbeiterinnen einmal in der Woche hin müssen zur gesunden Untersuchung. Also eigentlich, ob sie auf Krankheiten werden sie untersucht. Weil so wie es hier läuft, ist es eigentlich eine Zwangsuntersuchung. Ja. Und es ist natürlich für eine Sexarbeiterin sehr herabwürdigend, gezwungenermaßen einmal in der Woche am gynäkologischen Stuhl zu müssen. Wer eine Untersuchung verpasst, riskiert eine Geldstrafe. Im Wiener Stuwerviertel hat sich rund um die illegale Prostitution ein richtig gehendes Unterweltmilieu etabliert. Herr Luhan filmt und fotografiert die Zustände in seiner Nachbarschaft. Eine gefährliche Sache in einer mehr und mehr von Gewalt und Kriminalität geprägten Umgebung. Vor kurzem mussten wir daher Herrn Luhan im Krankenhaus besuchen. Jetzt geht mir momentan ganz schlecht. Ich liege im Krankenhaus und ich bin schwer verletzt. Da habe ich Fraktur, Oberschenkel, und da habe ich Knochen gebrochen. Zugestoßen ist ihm das Ganze, nachdem er 2 Prostituierte und einen Zuhälter fotografiert hatte. Und dann wollte ich nach Hause, weil ich hatte schon Foto für die Polizisten. Und plötzlich ist die 3. im Weg gestanden. Ich konnte nicht durchgehen. Die hat mich gestoßen und von hinten, den Mann, hat mein Oberschenkel mit dem Fuß durchgebrochen. Zuhälter würden die Frauen aus Osteuropa oft massiv unter Druck setzen, indem sie ihnen die Pässe abnehmen und ihre Angehörigen bedrohen. Das erzählen uns Insider.
Herr Luhan, der wegen der Brüche unter Schmerzen leidet, hat mitgeholfen, ein Bordell auffliegen zu lassen. Und da war der ehemalige Club 7, ja. Das war ein riesiges Problem im Stuerviertel. Der neue Pächter nennt sich selber spaßhalber Puffspengler und zeigt uns einen unappetitlichen Fund. Was, da haben Sie jetzt dann irgendwie Frauen versteckt gehabt? Ja, oder? Ja, das meinte ich ja. Wenn Sie jetzt kommen, nicht, dass wir jetzt missverstehen, wenn Sie eine Negerin sind oder eine andere Illegale, hat da oben Matratzen gehabt, sind die Leute gekommen, die vom Magistrat, und haben unten die reingehauen und waren fertig davor. Das war schon ein Gag, gell? Ein gutes Versteck. He? Wir wollen wissen, wie er nach dieser Entdeckung über das Thema Prostitution denkt. Ich will es nicht auch ganz anschaffen, weil das heutzutage führt das nur zu. Sie wissen ja, wie das ist. Es wird heute alles so unverteilt aus. Wollen Sie dann vergewaltigt werden? Wir machen Ihre Sand. Weißt du, gescheiter, er geht zu einer Gewerblichen, bevor er irgendwem was tut. Kommt ja leider Gottes vor, oder? Glauben Sie, dass Männer Frauen vergewaltigen würden, wenn sie nicht zu einer Prostituierten gehen könnten? Es könnte ausufern, sagen wir es so. Es könnte ausufern. Glauben Sie, dass Männer so trittbestimmt sind, dass sie das tun würden? Ah, der schon. Seit sie 18 ist, arbeitet die Slowakin Sofia als Prostituierte. Dabei ist Österreich nicht ihre erste Station. In Italien, ja, und in Deutschland, Schweizerland. Und ich denke, ich probiere auch in Wien. Passt alles okay? Alle Mädchen, ich glaube, welche hat so Lust und hat man nicht so Tag. Nur auch muss lachen und so machen. Das ist die Arbeit. Eigentlich war der Job für alle Frauen nur eine Übergangslösung. Aber irgendwie haben sie dann nie den richtigen Zeitpunkt für einen Ausstieg gefunden. Zuletzt erzählt die Brünette Ramona wegen der Wirtschaftskrise. Muss noch ein, zwei Jahre sowas. Und nicht 1000% nur so, glaube ich. Und wenn Sie genug Geld, sage ich mal, angespart haben, was würden Sie dann gerne machen? Nach Hause fahren und dann mit Familie. Ich auch selber. Ja, sparen und fahren nach Slowakei und bleiben dort. Wissen Ihre Familien sozusagen von Ihrer Arbeit oder was sagen Sie denen, was Sie arbeiten? Nur meine Mama wissen, was ich arbeite. Andere, Papa, Bruder, sicher nein. Was sagen Sie denen? Für Papa und Bruder, für alle, ab Tante bis, weiß alle, ich arbeite wie Babysitter. Ja. Ramona hat einen Freund in Ungarn. Er hätte gerne, dass sie heimkommt und einen normalen Job macht. 9 Jahre ist zusammen. Er weiß schon, was machen, aber das ist ein Tabu. Ich sage nichts, was man kennt, Zimmer oder so. Oder, naja, das ist lange. Aber geht schon. Wir zusammen 9 Jahre. Alle Familie weiß. Und besser so. Wie lügen und auch einmal muss sagen. Oder wann ich sage, nicht andere Leute 1000%. Die Wiener Psychotherapeutin Silvia Franke ist auf Sucht und Trauma spezialisiert. Zu ihr kommen Frauen, die den Stress des Prostitutionsgewerbes nicht mehr aushalten. Viele würden sich mit Alkohol oder Drogen betäuben, sagt Frau Franke. Auch Ängste und Verfolgungswahn seien keine Seltenheit. Die ganze unter Anführungszeichen Arbeitssituation ist der Gesundheit nicht förderlich, also weder psychisch noch physisch. Ich habe unlängst gelesen, dass in einer deutschen Studie ungefähr, also eine deutsche Prostituierte im Schnitt 30 Männer in der Woche beserviced. Und dafür ist der Körper einer Frau sicherlich nicht gemacht. Ja. Das ist einfach zu viel. In der Therapie müssen die Frauen lernen, überhaupt wieder einem Menschen zu vertrauen. Also das ist, würde ich sagen, der Knackpunkt, am Selbstwert zu arbeiten, egal was sich rundherum abspielt. Der ist von vornherein, würde ich schon mal sagen, beschädigt oder geschwächt. Sonst, glaube ich, würden sie gar nicht unbedingt in diese Arbeit einsteigen.
Und durch die Arbeit wird er natürlich auch nicht besser. Nicht? Das ist, sie sind konfrontiert zum Teil auch mit Männern, die sie nicht gut behandeln. Kommt auch darauf an, ob sie im Tages- oder Nachtgeschäft tätig sind, ob die Männer alkoholisiert sind oder nicht. Aber das passiert immer wieder, ja, dass sie herabgewürdigt werden oder zum Teil auch bedroht werden. Die Slowakin Anna möchte nicht erkannt werden. Sie war 3 Jahre lang Sexarbeiterin. Mit Hilfe von Sophie, einer Beratungsstelle der Volkshilfe, hat sie den Ausstieg geschafft. Kurz vor dem totalen Zusammenbruch, wie sie uns erzählt. Frau von Raden, die Leiterin von Sophie, setzt sich für die Rechte von Frauen ein, die als Prostituierte arbeiten, aber auch für solche wie Anna, die Starthilfe in ein neues Leben brauchen. Die Slowakin hatte keine Arbeitserlaubnis, Prostitution war eine Notlösung. Ich werde das jetzt sagen, da Mensch, in dem Bereich wird lebendiger Stein. Man darf keine Gefühle zeigen oder sonstige Sache. Da muss wirklich man hart zu sein und sagen nein. Und wissen auch können, was will der Mensch. Seit 1,5 Jahren ist Anna keine Sexarbeiterin mehr, sondern Verkäuferin. Auf selbstständiger Basis, weil sie noch immer keine Arbeitserlaubnis hat. Danke die Hunde bin ich rausgekommen, eigentlich auch am normalen Tagesablauf. Weil da muss man mit dem Hund regelmäßig rausgehen. Und der Hund kennt nicht Unterschied zwischen Nacht und Tag, sondern er braucht am Tag den Auslauf, nicht in die Nacht, wie ich gewohnt war. Also der Hund hat Ihnen geholfen, da ein bisschen wieder ins geregelte Leben? Geregelte Leben, aber auch mit den Menschen auch zu reden. Anna zeigt uns den Platz, an dem sie damals sehr häufig auf Kundschaft gewartet hat. 40 Euro hat die 30-Jährige damals für eine schnelle Nummer im Auto verlangen können. Man hat bestimmte Zeit, man muss kommen. Maximal, man holt sich noch Getränk und man einfach muss auf die Ecke stehen bleiben und warten. Das kommt oder auch nicht. Was sind da so die Ängste, die einem durch den Kopf gehen, wenn man hier wartet? Eigentlich, ob ich nach Hause überhaupt komme, ob ich komme in Ordnung nach Hause, weil man weiß ja nie, was für eine Typen sind da, die sich bewegen. Weil manche waren eh gewalttätig oder auch waren auch freundlichere. Denn man hat sich immer dann gefragt, was wird heute oder auch nicht. Ob man kommt mit nur gebrochener Hand nach Hause oder lebendig oder auch schon tot ist oder sonstiges. Damit muss man da mit gewissen Risiken rechnen immer. Frau Jasmin und Herr Knappig sind nicht nur Aktivisten für Rechte von Sexarbeiterinnen, sie bieten auch Rat und konkrete Unterstützung. Sie sind immer erreichbar? Ja, wir probieren, wenn möglich, 24 Stunden Hilfestellung bzw. Auskünfte zu geben. Es gibt auch nichts, was man sonst in Anspruch nehmen könnte. Das heißt, wir sind im Prinzip die einzige Anlaufstelle, die rund um die erreichbar ist. Was ist das jetzt für ein Einsatz? Wir besuchen eine Sexarbeiterin, die mit ihrem ehemaligen Betreiber ein leichtes Problem gehabt hat. Das haben wir lösen können. Und sie hat jetzt einen neuen Arbeitsplatz gefunden, der besser gefällt. Und wir bringen ihr bei Unterlagen. Und das bringen wir vorbei. Also das ist jetzt keine Notgeschichte oder so, aber halt auch hilfreich. Im Laufhaus Rachel müssen Frauen wie überall mit einer immer härter werdenden Konkurrenz leben. Der Geschäftsführer erzählt uns, dass die Gagen seit den 80er Jahren nicht mehr wirklich gestiegen seien. Der Mann muss dafür bezahlen, egal wie er es sieht. Ob er jetzt ins Bordell geht, hier seinen bestimmten Preis zahlt oder ob er jetzt da stundenlang, tagelang in Discos, Nachtclubs, wo auch immer. Es kostet alles Geld und es ist hier einfach die direktere Art. Das Internet hat das eigentlich größtenteils ausgelöst, also dass die Männer jetzt gratis Zugang zu Millionen von Pornofilmen haben und eben Sexpraktiken sehen, die sie früher gar nicht kannten. Vor knapp 15 Jahren war es ausgeschlossen, dass eine Prostituierte küsst oder französisch ohne Gummi macht. Heutzutage ist es mehr oder minder Standard.
auch der Trend verlangt am Telefon Analverkehr zum Beispiel ist. Also ich würde sagen, jeder zweite Mann fragt das nach. Ich würde auch sagen, was sehr gefragt ist, ist zum Beispiel das Girlfriend Experience. Ja? Also das sagt man auch eben küssen, wie mit einer richtigen Geliebten sozusagen. Das war früher war das absolutes Tabu unter den professionellen Sexarbeiterinnen. Da hat es das nicht gegeben. Ne? Einmal abgefahren. Ja. In dieser speziellen Sauna ist die Kundschaft ausschließlich männlich. Der Soziologe Michael zeigt uns, wo er hingeht, wenn er es sich so richtig gut gehen lassen will. Das Saunieren ist aber eine reine Nebensache, denn ihm wird hier viel mehr geboten als nur Wellness. Wenn ich eine anspreche, dann wird es wahrscheinlich nachher zu Sex kommen, wenn sie mir gefällt. In meinem Alter, ich bin Mitte 40, trotzdem sexuell hauptsächlich mich von jungen Frauen zwischen 18 und 30 angezogen fühle und im richtigen Leben sozusagen, das nur noch schwer zu erreichen ist für mich. Buffet und Sauna sind dem Eintrittspreis inbegriffen. Für Sex bezahlt er direkt bei den Frauen. Michael gehört zu den Freiern, die sich für ihre Wahl gern Zeit lassen. Gustier nennt er das dann. Ja, also ich setze mich hier an die Bar, bestelle gemütlich einen Kaffee oder einen Saft, je nachdem. Und dann schaue ich so in die Runde hier, nicht? Es ist schon üblich, dass meistens die rumänischen Mädchen hier auf dieser Bank sitzen. Die Ungarinnen sitzen meistens auf der Bank. Hier sitzen die Bulgarinnen und so läuft es jedenfalls häufig ab. Seit es üblich ist, dass Prostituierte auch küssen, fühle er sich auch emotional befriedigt. Im wirklichen Leben muss man öfters ins Kino gehen, ausgehen. Es vergehen Wochen und Monate, bis man vielleicht so weit kommt, dass man auch intim wird mit einer Frau. Hier ist es die Sache klar. Ich spreche mit einer und wenn wir uns einigen, dann haben wir innerhalb weniger Minuten sozusagen den Sex. Auch Michael bestätigt, seit der Ostöffnung sind für Österreicher viele sexuelle Fantasien in Erfüllung gegangen. Die meisten werden es hauptsächlich das Geld machen, das ist uns Männern schon bewusst. Aber es gibt dann auch wenige, die da zumindest diesen Job zumindest nicht ungern machen. Und wenn man das merkt, dann geht man lieber zu solchen, die also Freude empfinden, aber die also diesen Job nicht mit Widerwillen machen. Wenn ich jetzt quasi mit der einig bin, dass ich eine halbe Stunde aufs Zimmer gehe, dann kostet mich das 60 Euro. Ja? Man kann auch eine Stunde nehmen, wenn einem das Mädchen gefällt, dann kostet es das Doppelte, 120 Euro. Und eventuell gibt es dann irgendwelche Specials. If you want something extra, yeah. I don't know, you must pay extra. Yeah. Thank you very much. See you, bye. Yeah.